Zurück, Freunde. Ich bin wieder da. Jetzt haben wir, glaube ich, die Folge 5. Und wir wollen heute den Greifhaken bauen und farmen. Ja, wie das alles geht, zeige ich euch. Schnell. Zack. Wieder in die Werkbank natürlich gehen. Dann suchen wir den Greifhaken. Ich kann ihn selber auch noch nicht bauen. Wir brauchen Metallschrott, Garn und Miasma, Sporen. Die haben wir natürlich, weil wir schon ein paar Viecher gekloppt haben. Aber da kommen wir auch noch dran vorbei an die Viecher, da kann ich euch das nochmal zeigen. Gehen wir erstmal Metallschrott farmen. Ich zeige euch mal, wo es den gibt. Und dann probieren wir den auch am Ende zusammen aus. Weil ich ihn selber auch noch nie ausprobiert habe, weil das ist, glaube ich, wichtig für den weiteren Content, den wir jetzt in der Beta oder Demo nicht spielen können. Da vorne seht ihr die Brücke, da kommt man nämlich nur mit dem Greifhaken drüber. Den ich ja auch noch nicht habe, deswegen machen wir das ganz schnell zusammen. Ganz fix, ich will das Video wieder kurz halten für euch. Zack. Das ist der Gleiter von der letzten Folge. Verlinke ich euch natürlich alles. Müssen wir ganz schnell zu dem Lager da hinten. Und Eisenschrott sammeln. Den kriegt man nämlich nur bei Monstern aktuell bei mir, weil ich rausgefunden habe, nur mit einer Metallrüstung. Also so wie ich weiß, aktuell kann ich nichts anderes sagen. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wie gesagt, kurze Folge. Achso, die Miasma-Sporen kriegt ihr von denen, das kann ich euch zeigen. Ich habe auch noch gar keine Fähigkeiten, Skills oder so gelernt. Da sind sie, die Miasma-Sporen. Weiter geht's, und das tut ich nicht. Und zu den... Oh, guck mal, der Wolf. Der gehört auch zu den. Der hat auch schon eine Halskette, eine Stahlhalskette. Sieht ein bisschen anders aus. Da drückt nur Knochen. So, hier geht's los. Hier ist das Lager. Oh, bitte. Ich hoffe, die sind jetzt... Ja, das sind sie nachts. Und da kommen wir jetzt mit der... War nur so ein Kampfschrei jetzt. Letztes Mal hatte ich da das ganze Lager auf einmal. Zack. Also ich habe wirklich noch nichts geskillt. Das will ich mir dann aufheben für die Videos. Entweder mache ich sogar noch eins in der Demo. Vielleicht schaffe ich das noch. Weil ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, 4 Stunden, da könnte ich schon ein bisschen auf die Skills eingehen, denke ich. So, ja, die müssen halt jetzt droppen. Da, Metallschrott. Und, ach, die droppen sogar auch Fell. Perfekt. Machen mal. Ich glaube, das hat gereicht, ne? Mache aber nochmal einen mehr. Sicher nicht, dass ich gleich zu wenig Metallschrott habe. Ich werde auch noch ein Video machen, wie man den Metallschrott zu Eisen macht. Zu Eisenplatten. Da ist noch einer. Nehmen wir noch mit kaputt. Oh, das ist ein... Lebensanzeige. Boah, muss schneller gehen. So, Metallschrott, so, das reicht. Ein bisschen was essen, damit ich nicht sterbe. Also rennen wir schnell nach Hause. Mach das noch an, aber egal, den lassen wir aus. Tschüssi. So, Garn machen wir natürlich aus Fasern, das kennen wir ja schon aus den anderen Videos. Zeige ich euch gleich trotzdem auch nochmal. Schnell nach Hause. Na, dann probieren wir den Haken gleich noch aus. Das ist auch Premiere für mich. Und ich komme jetzt hier einfach so hoch. Ja, so. Der Weg nach oben. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für die ganzen Likes in den anderen Videos. Ist cool, dass das so gut ankommt. Würde mich natürlich auch noch über Kommentare freuen. Wie eure Eindrücke sind vom Spiel. Würde mich sehr interessieren. Also ich werde es mir definitiv zulegen, das Spiel, und auch durchgrinden und schöne Videos noch daraus machen und meine Eindrücke euch weiter vermitteln. So, jetzt aber flott gefunden, haben wir schon auf Uhr.
Ja, ein bisschen zusammengeschnitten, dann ist das, geht das auch. So, dann müssen wir gleich den ganzen Weg wieder zurück. Den Haken machen. Ui. So, ab zur Werkbank. Muss ich glaube ich noch einmal Garn machen. Ich meine, wir müssen aber zurück. Zack. I. Werk, Garn. Zack, machen wir mal drei Stück. So. So, wo ist da? Der Greifhaken. Herstellen. Metallschrott haben wir, Garn haben wir und Miasma-Spawn haben wir auch. Zack. Und die Werkbank. Hier oben steht es nochmal. So, jetzt haben wir einen blauen Haken. Zack. Rucksack. Und wie benutzen wir den jetzt? Zack. Ausrüsten. Okay, da steht jetzt nicht, wie man den benutzt. Dann probieren wir, gehen wir mal da zur Brücke. Machen wir den jetzt vielleicht in der Leiste? Nö. Ach, wir kriegen. Ach so, vielleicht muss man da, wenn man da diesen Ankerpunkt da hat, vielleicht gibt es da dann eine Taste E oder wie auch immer, dass man den nutzen kann. Dann kommt man nämlich schon zum nächsten Content. Oh, Giovanni, seht ihr das schon? Blinken da oben. Dafür braucht man den Greifer. Ja. Hey, wow. Also, benutzt man ihn, das ist natürlich schon. Awesome, das ist ja super geil. Vielleicht sehen wir, seht ihr noch einen kleinen Kampf, ich weiß es nicht. E? Oh ne, jetzt ist es. So. Das ist eine Leiter auch, das ist natürlich blöd. Ich dachte, vielleicht könnte man hier nochmal den. Würde es hier noch was geben, um den Greifer. Da. Perfekt. Wow, haben wir noch einen kleinen Fight und dann mache ich hier eine Verabschiedung. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Und jetzt verkloppen wir den noch. Zack, zack. Und dann haben wir den neuen Bereich erreicht. Stellen wir es mal im Licht. Ich mache Verabschiedung. Oh, hier wird noch viel zu entdecken sein. Schöne Videos werde ich noch machen. So, dann bedanke ich mich. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Dabo und einen Daumen hoch. Und ja, über Kommentare würde ich mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Peace. Ich bin weg. Tschüss.